Diese Pancakes wurden mehr als 100.000 Mal von unserer Community geliked und gehören zu den absoluten Best-of-Kitchen-Stories-Rezepten. Mega lecker, schnell, einfach gemacht und extrem fluffig. Und ich zeige euch heute, wie das geht. Wir haben Eier, Pflanzenöl, eine Prise Salz, Backpulver, Mehl, ganz normales Typ 405 und für die Süße ein bisschen Ahornsirup. Und um das Ganze ganz besonders zu machen, einen Schuss Buttermilch statt normaler Milch. Mit einem Schneebesen und einer beschichteten Pfanne und einem kleinen Pfannenwender seid ihr bestens ausgestattet. Keine weiteren Gerätschaften notwendig. Und am Ende sprechen wir auch nochmal über Toppings. Ich glaube, eine davon wird euch auf jeden Fall überraschen. Zunächst starten wir mit den Eiern. Die werden erstmal ganz schaumig aufgeschlagen. Ich finde das immer gut, sich dort ein bisschen mehr Mühe zu geben und zu schauen, dass sich wirklich alles gut verquirlt. Denn am Ende, wenn wir das Mehl hinzugeben, wollen wir am besten nicht mehr so viel rühren, damit sich nicht das Gluten so bildet und wir eine schöne Fluffigkeit bekommen. Jetzt kommen die weiteren flüssigen Zutaten hinzu. Wir haben hier für dieses Rezept Pflanzenöl ausgesucht. Ihr könnt jedes neutrale Pflanzenöl nehmen, was ihr mögt. Wir haben uns hier ganz bewusst für Ahornsirup entschieden, weil wir auf den raffinierten Zucker verzichten wollten. Und zusätzlich gibt der Ahornsirup nochmal so ein tolles, ganz spezielles Aroma. Ihr könnt auch ganz klassisch auf Zucker, hellen Zucker, braunen Zucker nochmal zurückgreifen, um den Ganzen nochmal eine süßere Note zu geben. Bei der Buttermilch ist es so, dass sie ja noch so eine gewisse Säure mitbringt. Ich finde, das ist geschmacklich einfach sehr gut, aber es macht auch vor allem diesen Pancake nochmal so ein kleines bisschen fluffiger und nochmal etwas zarter. Alles nochmal gut vermengen, sodass alles schön verquirlt ist. Und dann in der Schüssel, in der ihr am besten schon das Mehl ausgewogen und vorbereitet habt, einmal Backpulver und eine schöne Prise Salz dazu. Das alles erstmal schön verrühren, sodass Salz und Backpulver eine Chance haben, sich im Mehl zu verteilen. Wenn ihr das Mehl austauschen möchtet durch Roggenmehl oder Vollkornmehl, insbesondere wenn ihr das Rezept für viele zubereitet, lohnt es sich, ein bisschen mehr Backpulver hinzuzugeben. Anschließend diese Mehlmischung zu den flüssigen Zutaten hinzugeben und mit dem Schneebesen unterrühren, bis ihr eine halbwegs glatte Masse habt. Wenn ein paar Klümpchen übrig bleiben, ist das überhaupt kein Problem. Ihr werdet sehen, beim Ausbacken geht das dann weg. Lieber ein paar ganz kleine Klümpchen als zu sehr durchgeschlagen. Dann wird der Pfannkuchen nämlich tendenziell eher etwas fest werden. Wenn ihr den Teig fertig angerührt habt und die Zeit habt, dann lasst ihn gern noch mal 10 bis 15 Minuten im Kühlschrank ruhen. So hat das Backpulver noch mal mehr Zeit, mit der Buttermilch zu reagieren. Ich gebe zu, manchmal habe ich nicht ganz die Zeit, lasse die Ruhezeit weg und mache die Pancakes so. Sind auch super, super lecker, aber ein Ticken höher werden sie dann doch, wenn ihr euch die Zeit nehmt und sie ein bisschen stehen lasst. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat oder ihr schon was gelernt habt, dann schenkt uns doch ein Like und abonniert unseren Kanal für viele weitere leckere Rezeptideen. Nehmt euch auf jeden Fall eine beschichtete Pfanne. In den Pancakes selbst ist nicht so viel Fett drin und dementsprechend nehme ich immer Butter zum Anbraten. Ich mache das immer so, dass ich ein größeres Stück Butter nehme. Diese Butter ist etwas zu weich geraten. Ich zeige euch aber trotzdem jetzt mal, wie das geht. Ich spieße das auf und gehe einmal damit ganz schnell durch die Pfanne, reicht aber auch schon vollkommen. Wenn es mehr wird, dann besteht immer die Gefahr, dass die Butter dann recht schnell braun und dunkel wird und das überträgt sich dann auch auf den Pancake. Auf jeden Fall mittlere Stufe auf dem Herd nehmen, je nachdem wie euer Herd so ist, aber auf gar keinen Fall zu heiß, damit der Pancake nicht zu schnell außenrum dunkel wird. Pro Pancake 2 Esslöffel große Teigmengen in etwa drauf. Ich versuche immer 2 bis maximal 3 in einer großen Pfanne unterzubringen, damit das Ganze natürlich etwas schneller geht. Aufgehen dauert ein bisschen, das heißt, da muss man schon ein bisschen Zeit auch mitbringen und es bei einer schönen, geringeren, mittleren Hitze hinbekommen. Was euch dann auffallen wird, ist, dass der Teig natürlich immer trockener wird und er wird anfangen, in der Mitte vor allem größere und kleinere Bläschen zu schlagen. So ein bisschen bewegen. Ihr seht, die Pfannkuchen lösen sich eigentlich schon komplett von selbst von der Pfanne. Das ist auch immer ein gutes Zeichen dafür, dass sie sich wenden lassen. Ich nehme dazu einfach einen ganz normalen Pfannenwender, gehe einmal drunter und dann mit Schwung auf die andere Seite.
Wenn ihr Lust habt, euren Pancakes nochmal eine ganz besondere Note zu geben, zum Beispiel mit Blaubeeren, mit Apfelspalten oder was natürlich auch super beliebt ist, mit so kleinen Schokoladenchips, dann ist der richtige Moment, wenn ihr anfangt, diese kleinen Bläschen zu sehen. Und dann auf die andere Seite kurz drehen, zu Ende garen und schon habt ihr nicht nur einen ganz normalen Pancake, sondern Blaubeer-Pancakes und Co. Jetzt kann man erkennen von der anderen Seite, wie sich der Rand schon hochwölbt. Der Pfannkuchen braucht auf der zweiten Seite auf jeden Fall immer deutlich kürzer und sobald der Rand sich wirklich deutlich anhebt, ist der Pancake gleich auch schon fertig. Auch hier nochmal den Test, den können wir schon rausnehmen. Kommen wir jetzt zu dem fast spannendsten Teil vielleicht, die Toppings. Topping Nummer 1. Ich habe mich in der Community schlau gemacht und der Sieger ist absolut eindeutig eine Kombination aus frischen Beeren und Puderzucker bzw. noch ein bisschen Ahornsirup obendrauf. Topping Nummer 2. Ich liebe einfach diese super klassische Kombination aus einem guten Apfelmus und obendrauf Zimtzucker. Nichts ist aus meiner Sicht besser und passt perfekt zu diesem Pancake-Stack. Topping Nummer 3. Was ich am spannendsten fand, war ein Community-Mitglied aus Taiwan. Gezuckerte Rosenblüten oben auf dem Pancake und auch purer Naturjoghurt obendrauf. Ihr habt jetzt ganz viel von mir zum Thema Pancakes erfahren. Mich interessiert aber vor allem auch, was ihr denn dazu denkt und wie ihr eure Pancakes eigentlich am liebsten mögt und zubereitet. Kommentiert doch auf jeden Fall einmal hier unter dem Video. Ich hoffe, ihr macht jetzt selber fleißig Pancakes nach. Das Rezept mit einer Schritt-für-Schritt-Bildanleitung und viele weitere Rezepte findet ihr auch in unserer Kitchen Stories App. Jetzt noch ganz schnell unseren Kanal hier abonnieren. Unseren Kanal. Okay, nochmal. Unseren Kanal abonnieren und hier schauen für weitere Rezeptinspirationen von uns.